Ja, wir freuen uns, dass wir euch vom Elia-Kern-Kreis begrüßen dürfen. Wir fühlen uns mit euch verbunden, auch wenn wir nicht so aktiv mit WhatsApp immer schreiben, aber im Herzen sind wir verbunden. Wir wünschen euch, Elia-Kreis, dass ihr vom Geist Gottes gelehrt werdet und geführt werdet, welchen Anteil ihr habt jetzt bei dem, was im Reich Gottes passiert. Wir wünschen euch besonders, dass ihr lernt und zusammen betet und geistlich regiert und all das Schlimme, was im Land auf und ab zu hören und zu sehen ist, entmachtet und all das Gute, was Gott gerade jetzt für diese Zeit vorbereitet hat, freisetzt. Wir haben dazu ein sehr ermutigendes YouTube-Video gesehen von Kat Kerr. Ich buchstabiere kurz K-A-T, Kat, und K-E-R-R, Kerr. Über Glory Life kann man das sehen, ist mit deutscher Übersetzung und bringt sehr stark die Situation aus Gottes Sicht und wie man gegen all diese Ungerechtigkeiten und Übertreibungen und Kontrollmaßnahmen und all die Dinge geistlich beten kann. Wir selber glauben, dass wir vor einer richtig starken geistlichen Wende stehen, wo der Heilige Geist in unserem Land wirken wird wie noch nie zuvor. Dass es Durchbrüche gibt, dass es Ausübung von Vollmacht gibt, wie wir das bisher noch nicht erlebt haben, und dass das Licht über die Finsternis triumphiert. Und Gott zeigt, er hat alles unter seiner Herrschaft, unter seiner Kontrolle, und er baut gerade in Zeiten, wo die Finsternis sich so aufbläht, er baut sein Reich. Und wir werden starke Dinge erleben, und wir glauben, dass der Elia-Kreis in dieser Zeit eine ganz wichtige Bedeutung hat und eine maßgebliche Rolle zu spielen hat, weil Gott ehrt dieses Zusammenkommen der Leiter in Einheit und in Liebe. Und da fühlt er sich wohl und da wird er stark den Kreis und die Gebete bestätigen. Wir wünschen euch das und geht mit großen Erwartungen in die Zukunft. Wir tun das mit euch und wo es möglich ist, werden wir auch wieder mit euch zusammen bei den Treffen sein. Ja, es ist uns ein Anliegen, dass viel Gebet ins Land kommt, dass viele Menschen zu Jesus finden und dass wir in den Riss treten für unser Land, nicht nur für Deutschland, auch für Israel, für Schweiz, Österreich, Frankreich, England, für all diese umliegenden Länder, auch Polen, mit denen waren wir sehr verbunden eine längere Zeit. Und es ist uns ein Anliegen, dass viele, viele jetzt in dieser Zeit zu Jesus finden. Ja. Ja, auch, dass der Geist der Evangelisation ins Land kommt, ist uns auch sehr wichtig, dass Menschen aufstehen, die wirklich die Gabe der Evangelisation haben und sich für das Reich Gottes einsetzen. In der letzten Zeit, gerade vorgestern, hat sich ein Mann hier im Hotzenwald in unserer Nähe bekehrt, ganz so nebenbei als beim Einkauf. Und ich denke, es ist reif. Viele, viele sehnen sich danach, den Herrn kennenzulernen, aber sie wissen nicht, wie. Und wir haben da eine große Aufgabe, gerade in dieser Zeit jetzt. Er hat sich bekehrt und wurde nebenbei noch geheilt von bestimmten Schmerzen. Ja, der Herr ist so gut und wir dürfen so Großes von ihm in nächster Zeit erwarten. Also der Blick muss nicht auf die Probleme primär, sondern auch primär auf den Herrn gerichtet bleiben.